Ich kann Ihnen sagen, dass die AfD um jede Schule in Thüringen kämpfen wird. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung jedes Jahr hunderte Millionen Euro für Wolkenkuckuckspolitik wie Klimapolitik ausgibt oder für illegale Einwanderung, aber kein Geld für Schulen hat bzw. für die Schulgebäudesanierung. Es ist aber grundsätzlicher einzuordnen, was meine Vorredner gesagt haben. Und auch das Schulgesetz versucht nur wieder an den Symptomen zu kurieren. Die AfD möchte aber den Blick auf die Ursachen richten. Die Bildung in Deutschland und in Thüringen, sie ist im freien Fall. Und sie gefährdet langfristig den Industriestandort Deutschland. Aus den Schulen kommen die Kinder immer weniger gebildet heraus. Warum ist das so? Und da gibt es eine ganz kleine oder ganz einfache Einordnung, die lautet, gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen. Und anhand, mit Blick auf die Schulen kann man sagen, dass unsere Gesellschaft sehr krank sein muss. Die Familien funktionieren immer weniger. Ohne funktionierende Familien keine Kinder, die auch positiv unterordnungsfähig sind und die überhaupt beschult werden können in sozialen Kontexten. Dann haben wir eine Einwanderung, die dazu führt, dass es Klassen gibt, wo gar kein Deutsch mehr gesprochen wird. Ohne eine einheitliche Unterrichtssprache gibt es auch keinen Bildungserfolg für die Kinder. Das ist doch logisch. Dann haben wir eine Dauerreform im Schul- und Bildungsbereich. Inklusion beispielsweise. Nein, die UN-Behindertenrechtskonvention zwingt Deutschland eben nicht dazu, verpflichtet Deutschland nicht dazu und Thüringen nicht dazu, flächendeckend Inklusion in die Schulen einzuführen. Die Lehrer sind mit dem permanenten Dauerreform im Schulwesen überfordert. Schule braucht Kontinuität und die ist in Deutschland immer weniger gewährleistet. Und das sind die Hauptprobleme. Das heißt, wir brauchen eine wirkliche Reform auch gesellschaftlicher Zuträgerfunktionen und wir brauchen dann auch vor allen Dingen auch wieder Ja zur Leistung. Das ist ja auch ein Punkt. Leistung wurde in den letzten Jahrzehnten in Deutschland mies und lächerlich gemacht. Die sogenannten preußischen Tugenden, Ordnungssinn, Leistungsorientierung, Sauberkeit und so weiter, die wurden mies und lächerlich gemacht. Ohne diese Tugenden, nennen sie preußische Tugenden, nennen sie deutsche Tugenden, kann man kein Bildungssystem aufrechterhalten. Deswegen müssen wir in die Ursachen ran und müssen aufhören, über Symptome zu diskutieren.